So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, wieder zurück in der Heimat. Aber es werden natürlich noch weiterhin Videos aus München folgen. Die muss ich aber noch alle schneiden. Das sind noch heftige Dinge dabei. Aber heute ist Donnerstag, der 5er Raid Boss hat gewechselt. Die Regis sind weg. Regi Rock, Regi Eis, Regi Steel nicht mehr drin. Seit 10 Uhr sind die neuen Eier aufgetaucht. Ab 11 Uhr kann Regi Gigas schlüpfen. Und ich habe noch einen kleinen Trick, damit ihr nicht mehr so alt ausseht. Macht einfach diesen hier. Schon seht ihr wieder aus wie ein kleiner Schuljunge. Das ist doch herrlich, oder? Wir sind jetzt auf dem Weg hier zur Tischtennisplatte. Und ich möchte den ersten Regi Gigas Raid machen, den ich gefunden habe. Ist ein bisschen kompliziert immer mit der Arena hier auf dem Gelände. Aber ich werde mir irgendwo was suchen. Die Sonne brennt schon wieder. Wir haben Handys dabei. Post ist gemacht, Leute sind eingeladen, die müssen jetzt nur noch annehmen. Und dann gucken wir mal, mit 16 Mann müssten wir den ja locker wegknüppeln. Ich melde mich einfach gleich an der Arena nochmal. So, wir sind an der Arena angekommen. Die kennt ihr noch, Tischtennisplatte, ne? Ich habe euch das Gelände damals schon gezeigt. Hier gibt es alles drumherum. Hinten ist hier Minigolfanlage, Fußball, da hinten ist noch Volleyball. Hier Tischtennis, ich habe Glück, ist sogar ein bisschen Schatten da. Das heißt, ich werde jetzt erstmal alles auspacken, mir dann mal angucken, wer alles mitmacht. Viele bekannte Namen, ein paar neue auch, die noch nie dabei waren. Aber trotzdem, ich freue mich schon riesig. Shiny Regi Gigas, vielleicht ist auch gleich, gleich eins dabei. Bei den 6 Accounts. Ich kann nicht mehr, die Sonne brennt immer noch. So, ich habe jetzt nochmal meinen Platz gewechselt. Ich will euch ganz kurz nochmal vorlesen, wer jetzt überhaupt mitmacht. Es haben sich nämlich etliche eingetragen, beziehungsweise hat es vielleicht 2 Minuten gedauert oder so. Da waren die 10 Teilnehmer schon voll. Insgesamt stehen jetzt hier 19. Ja? Trainer Sir Ups, Mazofix, Methylene, Juniora, Lucian, Genaya, Carsten, Annelie, David, Schilling 3. Erstmal in der Stunde, in der Schule. Eine Schulstunde auf Toilette gehen. So, hoffentlich ist er auf Toilette. Rest, tut mir leid, hat es leider nicht geschafft. Aber es hat sich jeder wenigstens richtig eingetragen. Das muss man auch erstmal schaffen. Ist in letzter Zeit nämlich leider nicht so gewesen. Da ist noch jemand aufgestiegen. G187 Allstar ist aufgestiegen zu Superfreunde. Wir gehen jetzt direkt hier drauf. Schmeißen den Pass ein. Ihr seht nur die Hälfte von meinem Kopf, glaube ich. Werden die jetzt einladen? Ich glaube, hier macht eh keiner mit. Sonst wird es wieder problematisch. Also alle Pässe rein. Im Endeffekt hätte ich wieder... Eigentlich hätte ich von Anfang an einfach privat machen sollen, zur Sicherheit, dass da keiner sich reinschleust. Obwohl vielleicht, wenn jemand hier spielt, dann sind die vielleicht in der Nähe. Juniora, Mazofix, Methylene, Trainer Sir Ups, Lucian, Schilling, David, Annelie, Carsten, Genaya. Den schmeiße ich hier noch rein. Und eben in der Überblendung habt ihr gesehen, ich habe mein allererstes Sesso-Kids gefangen. In der Sommerform, das Grüne. Ich habe bisher wirklich noch gar keins gehabt. Und jetzt hier in diesem Kreisel, wo die ganzen Stops und die Arena ist, also dieses Minigolf, Tischtennis, Fußball, Dingsbums, alles aufeinander, genau da in der Mitte saß ein Sesso-Kids, habe ich jetzt mitgenommen für die Überblendung. Was wählt's jetzt hier aus? Ich sehe überall Despo da. Despo da, Despo da, Despo da, so ein... Keine Ahnung. Hier ist Despo da, Despo da, hier Despo da vorne dran, hier Knackrak und Rihonjo. Hier auch eine Despo da Armee am Start. Es ist vom Typ normal, das heißt, ich würde eigentlich trotzdem gerne Kampf-Pokémon nehmen. Dafür habe ich die ja extra. Ich habe das nicht umsonst hochgezogen hier. Das heißt, wir gehen mal hier drauf. Wählen so einen 6er-Pack Kampf-Pokémon, Machomai, Meistergriff, ne? Das dürfte passen, jetzt sind 16 drin. Typisch Animazofix, Genaya, Methylene, Carsten. Aha. Sarah, El, Skala. Die kennen wir auf jeden Fall nicht. Der Rest ist drin und was sehe ich? Schilling 3 fehlt, glaube ich. Der extra aufs Klo wollte. Ah, ich hätte es doch einfach privat machen sollen. Sorry, Schilling. Außer Schilling 3, du hast deinen Namen umgeändert, dann kann das auch sein.
Wenn diese Sarah jetzt hier in der Nähe wäre, wäre so rein, wäre das ja auch kein Problem. Aber ich denke mal, die ist über einen Fernraid-Pass rein. Und deshalb konnte der Schilling nicht über seinen Fernraid-Pass rein. Ich lerne es aber auch nicht. Jedes Mal wieder das gleiche Problem. Es können nur 10 Fernraider rein. Wenn ich 2x5 einlade, dann sind das 10. Das heißt, es darf kein anderer rein. Also wäre es wohl schlauer, beim nächsten Mal wieder eine private Gruppe zu machen. Tut mir jetzt leid, aber der Schilling 3 hat gestern gut mitgemacht in der Raid Mania. Auch wenn ich die gestern wieder nicht streamen konnte, habe ich trotzdem die Einladungen angenommen. Und Schilling 3 war sogar, glaube ich, 3-mal dabei. Der hat also richtig durchgezogen, unser guter Hans Werner. Ich muss die Tabelle auch noch veröffentlichen. Ich glaube, solange wie das Video hier schneidet, haue ich noch die Tabelle raus. Ich übertrage die Namen noch und schreibe rein, wer alles gestern eingeladen hat, wie jetzt der aktuelle Stand für Juni ist, wer die meisten Raid Mania Punkte hat. Da müsste Schilling 3 jetzt eigentlich ziemlich weit vorne sein. Und ihr seht auch hier, 50 Sekunden, das Ding ist gleich tot. Das sieht halt prächtig aus, ja. Es erreicht mega hohe Wettkampfpunkte. Ihr könnt das mit 3000 WP aus dem Raid rausziehen oder noch höher. Vergesst mal Letterking als heftiges Pokémon. Guckt euch Regigigas an als heftiges Pokémon. Aber es ist halt Typ normal. Das heißt, fast alles ist effektiv gegen Regigigas. Aber Regigigas als Typ normal ist fast gegen nichts effektiv. Es sieht gut aus, es ist wuchtig. Aber ihr könnt halt nicht wirklich da was. Ihr könnt halt nicht wirklich was damit machen. Ja, das ist das Problem. Ich würde mich trotzdem über einen 100er freuen. So ein 100er Regigigas ist trotzdem was Seltenes. Beziehungsweise vielleicht auch nicht, weil den gibt es ja jetzt überall. Jetzt müssen wir ja auch mal durchgucken. Den Wert weiß ich jetzt gar nicht. Ist auf jeden Fall keins mit Wetterboost. Hat jetzt aber schon 2400 mindestens im Sack. So, mal schauen, ob hier ein Shiny dabei ist. Ich zeige euch den großen auch gleich. 2418. 2410. 2440. 2456, die werden also immer höher. Oh! Shiny. 2428, also ein Shiny ist auf jeden Fall dabei. Jetzt gucken wir uns aber den großen an. Gehen wir hier drauf, 19 Bälle. Das ist kein Shiny. 24,4. Und es ist der schlechteste aus der ganzen Runde. So, zum Fang gehen wir aber hier runter, damit wir wieder schön, warte mal hier, blendet die Sonne, machen das mal so zum Fang. Wir zeigen euch das mal kurz, wie man den fängt. Ich weiß es selber nicht mehr, 24,4, der schlechteste auf dem großen, hier ist 24,56. Das ist der beste, wie ich gerade sehe. Kreis ist auch mega groß, also wer den nicht trifft und wer den nicht einfach fabelhaft werfen kann, dann weiß ich auch nicht mehr. Dürfte nicht nach links und rechts ausweichen. Ab und zu springt er vielleicht mal, aber ansonsten ist das Teil mega träge, greift ab und zu an. Das war noch großartig, also ein bisschen kleiner muss es noch. Trotzdem cool, dass hier gleich im Video im ersten Raid ein Shiny dabei ist. Ich zeige es euch nochmal hier. Ich werde euch dann auch zeigen, wie man das fangen. 24,28 ist so ungefähr der Mittelwert von denen, die jetzt hier rumliegen. Hier einfach fabelhaft. Der Kreis war noch so groß und es ist trotzdem einfach fabelhaft. Das ist auf jeden Fall ein Raid-Boss, der Spaß macht zu fangen. Wenn ich mich an Kyogre erinnere oder das ganze Zeug immer zu hin und her, da wird mir richtig schlecht. So, 10, 10, 13 müsste das sein. Ja, nicht weiter der Rede wert. Wir gucken uns den jetzt hier an. Wir nehmen auch extra jetzt hier eine gelbe Beere. Curven einmal. Werfen drauf, ja, wehrt ab, wir werfen nochmal drauf, zack, einfach fabelhaft und dann ist er gleich drin. Das müsste sogar der Pokédex-Eintrag sein, glaube ich, oder? Pokédex-Eintrag mit Shiny? Oder hat er schon eins gehabt? Ich blick selber nicht mehr durch. Auf jeden Fall erster Fang des Tages. Ne, ist kein Pokédex-Eintrag, ist aber trotzdem ein Shiny. Nehmen wir also mal mit, fürs Bild, zack. Und dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Habt ihr mitgemacht? Habt ihr ein Gutes bekommen? Habt ihr ein Shiny bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.